die Leute, die mir etwas ein bisschen länger folgen, die wissen, wie es ausgesehen hat im Lockdown in Berlin. Die Shops waren zu, die Restaurants waren zu. Man konnte weder drin oder draußen sitzen. Man konnte vielleicht höchstens was zum Mitnehmen nehmen. Ja, ich bin gerade hier in der Warschauer Straße, Berlin. Und wir wollen Richtung Simon-Dach-Straße. Jetzt kommen wir zum Intro. Six, all in the mix. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem Video. Dieses Video geht viral, weil ich von der Warschauer Straße Richtung Simon-Dach-Straße laufen werde und euch zeigen werde, wie die Leute heute entspannen bei uns in Berlin, was alles abgeht in Berlin. Alles in einem One-Take. Ja? Wir laufen natürlich über die Warschauer Straße schon halbwegs schon durch. Und jetzt gehen wir Richtung Simon-Dach-Straße, Boxhagener Straße, da in die Richtung. Ich würde sagen, folgt mir auf meine Reise ins Ungewisse. Let's go. Warschauer Straße. Ist sehr groß, hier entlang. Also, zum Glück habe ich noch eine Jacke mitgebracht. Aber es wird auch ein bisschen eklig. Also, Warschauer Straße. Gehen wir jetzt entlang und es ist rappelvoll. War doch alles offen. Ja. In der Zeit von Lockdown und Co. war es halt natürlich schwieriger. Hier war leer. Wie gesagt, die Leute, die meine Videos länger schon gesehen haben und mir gefolgt sind schon vor einem Jahr oder so, die wissen, wie das hier vorher ausgesehen hat. Ja. Und jetzt der Vergleich sozusagen. Skatepark. Die wissen, wie es hier vorher ausgesehen hat. Auf jeden Fall leer. Keine Menschenseele. Und jetzt, checken wir mal die Gegend. Jetzt checken wir mal die Gegend, wo man eigentlich gar nichts mehr braucht. Leute kommen ohne Test, setzen sich hin draußen und essen was. Und ob Restaurants, Bars oder sonstiges, wir sind heute live für euch am Start. Übrigens heute der 11. oder der 12. Auf jeden Fall Samstag. Mal sehen. Moment, es ist windig. Mal sehen, wie es auf einem Samstag aussieht in der Simon-Dach-Straße. Wie gesagt, ich habe sie schon lange nicht mehr besucht gehabt, seit dem Lockdown. Schon ein halbes Jahr her. Und heute gehen wir wieder auf die Simon-Dach-Straße und checken die Lage. Folgt mir auf meine Reise. Mal ganz kurz rechts oder links, da sind wir auch schon auf der Simon-Dach-Straße. Was sucht er? Gorillas. So ein Delivery. Wie heißt das? Oh shit, sorry. Was für ein Assi, bin ich da rangekommen gerade? Die haben sich erschrocken. Die dachten, was ist das für ein Typ? Ich habe mir echt aus Versehen gerade, ihr habt es ja gesehen. So ein Elefantenbaby fühle ich mich manchmal. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Die hat sich erschrocken. Sie dachte immer Kennex, Alter, immer Kennex. War echt aus Versehen so, ne? Also ich hab's nicht gesehen. Ja, immer Kennex, immer aus Versehen, ne? So. Nee, die Straße ist belebt, wie ihr sehen könnt. Es ist was los. Ja, also schaut mal auch hinten, auf der anderen Seite. Ist auch echt voll, riesenvoll. Jetzt kommt hier so eine Asian Community. Sie dachten sich auch, Alter, was geht ab? So, wir gehen jetzt Richtung Simon-Dach-Straße. Ihr seht's ja. Es ist was los von auch auf der anderen Straßenseite. Also Berlin ist voll. Wir sind gut besucht hier auf jeden Fall, die Leute. Also ob auch mal ein bisschen paar Touristen mit am Start sind. Touristen müssten auch da sein. Wir gehen auf die andere Straßenseite, weil wir geben uns die Leute hier nicht. Ja, easy. Ja, ihr seht, der Kiez lebt. Warschauer Straße, Simon-Dach-Straße. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Super entspannte Lage, heute war ein Regentag. Am Abend, so jetzt ab 18 Uhr, ist ein bisschen besseres Wetter. Darauf habe ich mich vorbereitet, trotzdem meine Jacke mitgenommen. Und ja, schaut mich um. Ja, Mann. Schon angenehmes Wetter. Hier bei Graffitis. Auch hier auf der Seite.
Auch Graffiti-Vibes. Simon-Dach-Straße, sie beginnt ab der nächsten Kreuzung. Nächste Kreuzung da vorne. Ihr seht ja, Leute sind draußen. Ohne Tests, ohne sonst was. So, wir gehen mal ganz kurz bis zur Kreuzung, ohne irgendwelche Kommentare. Lasst den Vibe auf euch wirken so. Kofferraum offen. Volles Haus draußen. Weil da ab der Ecke fängt das wirklich an, richtig voll zu werden. Ich hoffe, das ist dann genauso wie 2019 letztes Mal. Es gibt hier Getränke weiter. Ja, seht ja, alles voll. Vor allem auf der Seite schon. Wir gucken kurz mal, was das auf der anderen Seite ist. Wie gesagt, ab der Kreuzung beginnt das Ganze. Okay, ich wollte still sein. Also bis zur Kreuzung, kurz mal die Vibes reinziehen. So, und wir sind wir hier. Hier sind wir. Also Kopernikusstraße, Simon-Dach-Straße, einmal ganz kurz zeigen, wo wir uns befinden. Simon-Dach. Kopernikus. Einmal gezeigt, wo wir uns befinden, damit ihr auch alle wisst, was abgeht. Tja, und jetzt laufen wir einfach rum und checken mal die Gegend, ne? Wie immer, ihr kennt meinen Stil. Und ja, ihr seht gegenüber schon, die ganzen Bars sind voll. Ja. Hier tobt das Leben, Freunde. Ja. Die Bars sind auf jeden Fall gut besetzt. Draußen. Verschiedene Boutiquen. Schuhläden. Restaurants, dementsprechend sind auch so ein paar Obdachlose aufgetaucht. Ihr seht es ja einmal ganz kurz durch. Einmal ganz kurz durch hier. Berlin ist voller geworden, auf jeden Fall. Jetzt auf Anhieb, nicht so wie in 2019, aber der Abend ist ja noch jung. Übrigens Samstag, habe ich schon gesagt, wa? Naja. Simon Dach Nachmittag, Freunde. Ah, fuck, ich krieg diese Pollenallergie. Die kann ich gar nicht leiden. Naja. Simon Dach Vibes. Wie gesagt, so voll wie 2019 ist das nicht, aber immerhin ist das voll. Voller als bei dem Lockdown. Ne? Komische, ungläubige Blicke der Deutschen. Ja.
Restaurant ist rappelvoll. Was heißt rappelvoll? Geht eigentlich. Geht eigentlich. Ja, Hälfte, Hälfte würde ich sagen. 50-50. Da auf der anderen Straßenseite auch so. 50-50. Bei einem Samstag halt. Ne? Trotzdem füllen sich langsam die Läden. Es sieht wesentlich besser aus als vorher. 50-50 würde ich sagen. 50-50. Wir gehen rüber, checken natürlich den Park da ab. Simon-Dach-Straße. Auch Shisha-Bars hier. Übrigens. Hier im Außenbereich zum Beispiel leer. Aber im Inneren da. Auch draußen sitzen Leute. Da auf der anderen Straßenseite auch. Naja. Ist mal so eine Absolut-Wodka oder was? Läuft. Hier in so ein Innenhof wäre auch interessant. Simon-Dachstraße, Innenhof. Würde ich sein. Auch sehr, sehr teure Wohnungen hier zum Beispiel. Um hierher zu ziehen, brauchst du keine Ahnung, wie die das machen, die Leute. Ist nicht wirklich billig, wa? So gesehen. Ja, Leute sitzen, entspannen sich, quatschen sich dicht gegenseitig. Ja. Wo war denn der Park, Alter? Lemongrass. Lemongrass. Asiatisch. Luft und Liebe Bar, die kenne ich auch, das ist eine Shisha Bar, sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, frage mich gerade, wo dieser eine scheiß Park ist. Komm, wir gehen mal die ganze Simon-Dach durch. Die ganze Simon-Dach durch. Und dann gehen wir jetzt in diesen Park. Ja. Der Polizist, auch hier an der Stelle, macht sein Ding. Wahrscheinlich wegen der Demo. Ja stimmt, da war ja vorhin eine Demo, wisst ihr. Das ist übrigens derselbe Tag, ne? Als ich diese komische Demo gefilmt habe, wegen Mieterhöhung. Ja, derselbe Tag vorhin übrigens. Egal, ich wollte einfach mal, wenn ich schon hier bin, in der Nähe war, eigentlich wollte ich die Easter Gallery filmen, wie ihr wisst. Und dann kam die Demo. Easter Gallery habe ich trotzdem mitgenommen, war ja in der Gegend. Und jetzt bin ich hier in der Simon-Dach-Straße für euch. Jo, super entspannt. Die grüne Lunge, Asia Restaurant Don, Sushi Bar und Cocktails. Was gibt's hier noch? O'Donnell. Whisky oder was? Hier im Blumenladen. Da hinten noch ein Restaurant. Cocktailbars. Also die Leute entspannen sich alle draußen. Sitzen draußen vor allem und. Ja, es ist was los. Wir wollen allerdings nicht zur Demo direkt, deswegen werden wir gleich mal umdrehen. Weil da hinten wird es wieder lauter, deswegen. Ja. Wie immer schön zu sehen, wie Leute draußen essen gehen. Sich entspannen, hinsetzen. So, hier auf der Seite auch natürlich. Poke, Bowl, Sushi, Cocktailbar. Und ja, wir gehen auf die andere Seite wieder zurück und versuchen diesen einen Park zu finden, weil da sitzen immer Dutzend Leute. Vor allem bei dem Wetter jetzt gerade. Simon-Dach-Straße ist the shit. Ist immer fresh. Die fragen einfach mal den Polizisten, wo dieser eine Park war. Ich habe das irgendwo in Erinnerung, dass er irgendwie um die Ecke hier war. Egal, dafür sind wir da. Dafür filme ich ja auch. Scheiße, ich habe was im Schuh bekommen. Ich habe scheiß Stein im Schuh. Ich hasse das wie die Pest. Easy. Ich habe meine Display runtergefahren. Die Leute denken, ich rede mit mir selber. Ich habe mein Display auf dunkel gemacht. Von daher sieht man nicht, wie man was mal filmt. Geiler Typ. Was läuft? Alles gut? Läuft's wieder? Die Wirtschaft läuft wieder, oder? Ja.
bist beschäftigt, ne? Ich quatsche dich nicht. Alles Gute, Mann. Ciao, ciao. Das hat es mit sich selbst zu tun. Ja, Hauptsache positiv, ja. Der Typ dachte sich, ich habe keine Zeit für dich. So. So, wie ihr sehen könnt. Full House. Auf der Seite, geht so. Fußball läuft gerade. Wir sind mitten in der EM, aber ja, Fußball interessiert mich nicht wirklich so. Höchstens, wenn Deutschland spielt, werde ich euch natürlich mal ein Video machen. So weißt du. Auch eine richtig gute Shisha bei hier. Luft und Liebe. Ja. Bro, was mit dem Wind heute, Alter? Friseur hier am Start. Ich weiß nicht, ich würde nicht in Friedrichshain meine Haare schneiden wollen. Sorry, Alter. Ich bleib bei Kreuzberg, ne? Köln. Wedding. Ich fühl das hier nicht. Die haben einfach keine Ahnung manchmal. Wollen sehr viel Geld immer. Prenzlauer Berg. Friedrichshain wollen immer Kohle, aber die haben einfach keine Ahnung, weißt du? Ja. Hier nochmal so ein Kebab-Shop. Ja. Vier Kleider hat sie gefunden. Sehr gut. Das hört sich doch gut an. Gabriel-Marx-Straße. Ah, ich glaube, ich habe das Ding gefunden. So, wir gehen jetzt einfach mal dahin. Ich habe es gefunden. Ganz vorne scheint dieser Park zu sein. Da ist ja meistens immer was los bei dem Wetter vor allem. Salmendachstraße, Nähe. Da sind wir. Es muss vorne sein. So, wie gesagt, Wohnungen sind richtig teuer hier wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir in so einen Hinterhof kommen, Alter. Zeig mal her hier. Ist das eine Dachstraße? Ein Jaran habe ich bekommen. Okay, dann nicht. Dann gibt es keinen Hinterhof. Graffitis. Graffitis wie in Kreuzberg an jeder Ecke. Graffitis sind an jeder Ecke. War es doch so, dass vorher eigentlich viel mehr Shisha-Läden mal hier waren. Jetzt sehe ich irgendwie gar nichts mehr. Immer weniger Shisha-Läden. Oder allgemein immer weniger Läden. Mehr. Ja. Easy. Wir ziehen das durch. Hier auch nochmal Restaurants. Sushi, den hast du nicht gesehen. Naja, da ist der Park. Da wollten wir hin. Auch sehr interessant aus. Kimchi oder was? Koreanisch oder so. Sieht danach aus. Ach, ist Thai vegan. Verstehe. Alles ist vegan. Feiere ich gar nicht, Alter. Alles vegan ist, Alter. Immer mit diesen Moden und Trends. So, ich glaube, wir sind auch da. Wir sind da. Im Junkie-Paradies. So. Nee. Weil hier sind im Sommer immer sehr, sehr viele Leute, die einfach nur chillen, entspannen und saufen gehen. Das ist dieser eine Park. Ich frage mich, warum hier Wasserwerfer sind. Das peile ich gar nicht so. So eine Art. Keine Ahnung, Alter. Wasserfall. Oder ich meine. Naja, da sind wir auf der Wiese, da sind sie alle. Wir gehen jetzt direkt dahin, laufen einmal stur durch und zeigen euch so ein bisschen die Vibes in Berlin. Ja. Im Sommer, im Friedrichshain, chillen die Leute meistens. Hier auf meiner rechten Seite von mir aus ist ein Kinderspielplatz, werde ich euch nicht zeigen. Auf meiner linke, so eine Art Springbrunnen, aber da ist nichts, das ist einfach komisch gemacht. Einfach so Wasserverschwendung, geil. Naja. Und jetzt kommen wir gleich, zeige ich euch im
Friedrichshainer Chillparadies. Hier wird gekifft, hier wird gesoffen, hier wird... Wahrscheinlich nehmen sie auch Drogen hier. Man kennt das ja, man kennt das ja. Nochmal ganz kurz eine Pause. Und ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad. Hier zum Rumeiern für die ganz Älteren, sieht so aus. Und hier ist die Jugend, Friedrichshain. Ja, Simon-Dach-Straße, hast du nicht gesehen. Family ist natürlich auch am Start. Ja, ich zeige euch einfach mal Friedrichshain. Simon-Dach-Straße, Warschauer Straße. Simon-Dach-Straße, Warschauer Straße. Berlin-Friedrichshain. Ich würde sagen, einmal stur durch die Wiese. Und dann, ja. Mal schauen, was da sonst so ist. Gibt's noch einiges so. Gibt's noch ein bisschen was. Wie gesagt, im Sommer gibt es hier einiges zu sehen von. Feier ich die Gegend. Ist halt entspannter halt hier. Die chillen besser als die Westler. Ne? Gefällt mir schon hier zu sein. Selbst wenn es ein paar Drogenjunkies gibt. Ja. Schreiende Kinder. Ja. Naja. Mit Musik. Wir müssen da aufpassen mit Musik. Deswegen hauen wir mal einfach so quer durch. Seine eigene Musik, also glaube ich nicht, dass es Copyright sein wird. Ja, easy. Also kein Copyright, würde ich sagen. Ja. Hier nochmal schön zu sehen, auf den Bänken. Die Leute. Der Typ macht Musik. Die Leute entspannen sich. Zwei, drei Bierchen am Start. Berlin Simon Dach Vibes. Super interessant, wie immer. Doch, da kommt man raus. Da kommt man raus. Was geht denn hier ab? So obdachlosen Vibes. Die armen Leute. Hier immer so ein kleines Café um die Ecke. Weißt du, ich meine. Und ja. Hier nochmal so ein Café oder was? Sieht auch interessant aus. Und dann würde ich sagen, ja. Dahinter auf die andere Seite. Wir lassen uns natürlich nicht von den Leuten beeindrucken, was ich meine. Die rumschreien, hey du und so. Komm zu mir, wenn du was willst. Ich lass mich da nicht von den Leuten, weißt du? Da bin ich furchtlos. Wenn er kommt, kriegt er eine Kelle. Egal, wer mich am Fest kriegt, eine Kelle. Ja, auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist, nicht auf sowas einspringen, weil die denken, du bist noch ein junger Typ, hast Schiss oder so. Das ist der Falsche heute. Heute bin ich der Falsche. So, das war so ein bisschen von außerhalb. Das Café, habt ihr gesehen, da die Wiese, die Leute entspannen sich. Und ja, hier eine kleine Baustelle going on. Trotzdem, das ist das Geile in Berlin. Das ist das Geile an Berlin. Wenn hier so die Baustelle ist, trotzdem sitzen die Leute am Café und essen oder trinken. Geil, hier dasselbe eigentlich. Ne? Ja. Wenn dann jemand schreit, hey du und so, ich kenne das. Berlin ist immer großschneuzig, aber man muss da immer durch, schnurstracks durch. Stur. Stur durch, ja, weil die versuchen an jeder Ecke Geld zu machen, mit jedem Scheiß, so, weißt du, so auf dem Motto, hey du, hey du, Junge, wer bist du? Ja. So, wir gehen mal auf die andere Seite. Ach ja, das sind Toiletten hier, das sind öffentliche, das zum Beispiel, die Baracke hier. Fuck off! Krasser Typ. Was ist das für ein Typ, Alter? Er sagt, krasser Typ. Krasser Typ, Alter, was ich meine. Ja. Freunde, aber das ist so Berlin, wa? Ja. Das ist so, das sind so die Berliner Vibes, so, weißt du? Aus dem Nichts hat der Typ einfach nur angefangen zu schreien. Und jetzt geht der Pole hin und schreit ihn zusammen, so, weißt du, ich meine. Freunde, das ist so, was ich sagen kann. Das ist so, was soll ich dazu sagen? Berlin, Alter. Berliner Vibes.
Jetzt schreit der andere rum. Ja. Der hat irgendwas geschrien mit Get the fuck out und so ein Ding. Junge, du kommst. Der, er hat mich wahrscheinlich gesehen und hat angefangen, Dings zu rufen. Ja? Dieses N-Wort. Ich muss das übrigens auch rausschneiden, was ich gesagt habe und was er gesagt hat. Weil sonst ist das nicht so gut für das YouTube-Kanal. Nee, auf jeden Fall für den Kanal. Auf jeden Fall wusste ich gar nicht, was er da, warum er da so schreit und so. Ein Pole, der schreit, get the fuck out. Alter, der ist ja richtig am Ende, Digga. Ja. Ja. Immer hier, ja? Ja. Das ist schon Standard. Die Jungs erzählen gerade, das ist schon Standard. Hier einfach mal eine Tür auf, oder was? Einfach Scheibe unten und so. Auto offen, Scheibe unten. Der Typ schreit ganz laut das N-Wort. What the fuck? Ja, Freunde. Der kommt aus Polen und schreit sowas. Ja. Lustig anzusehen, aus dem Nichts. Ja, ja, aber wie gesagt, dafür, wenn ihr mal in Berlin seid, da braucht ihr euch nicht beeindruckt zu lassen. Das ist Berlin, das ist immer so ein bisschen lautschnäuzig und die Leute sind ein bisschen impulsiver als woanders. Ist halt Mischmal, einfach alles auf einmal hier. Ja? Ist halt zu viel. Einige Leute platzt auch der Kragen, die sind so ein bisschen krank. Aber viele sind hängen geblieben, das ist ja normal so. Ja. Das ist lustig. Der hat angefangen aus dem Nichts zu schreien. Ja? Also normale, ihr als Touristen würdet euch erschrecken. Der macht es ja auch aus dem Nichts, hat er es ja gemacht. Ja, aber ich bin da schon so ein bisschen. Nur schon ein bisschen gewohnt, den ganzen Stil hier. So, auch so ein bisschen Dealer lungern hier rum an den Ecken, was auch normal ist. Ja, das Ganze ist einfach nur internationale Vibes. Wie er da rumgeschrien hat. Bro, der kommt auf jeden Fall unter die Besten in diesem Jahr. Das war eigentlich schon fast der G-Lo 3.0. Alter. Aber na, vielleicht kommt ja noch der Dritte. Ja, und so ist das hier. Hier nochmal die Leute an den Seiten. Wir gehen nochmal Richtung Simon-Dach-Straße. Ich meine, das sind so Vibes so. Deswegen liebe ich meine Videos und meine Art, wie ich die Videos mache. One Take, da ist kein Schnitt, da ist kein Scheiß dahinter. Und die Leute, solche so eine Art und Weise, kannst du nicht stellen. Das ist so. Wenn du nach Berlin kommst, musst du dich in den Ecken so ein bisschen rumtreiben. Dann siehst du, was wahres Leben ist. Ja. Da kommt auch Malle und so nicht mit. Ja. Der Typ hat geschrien wie am Spieß. Also. War schon hart. Ne? Naja. Ja, Freunde. Ist halt ein Kiez hier, ne? Großes Kiez. Mit verschiedenen Bars und Restaurants. Hier hast du wirklich an jeder Ecke, egal was du möchtest. Ja, egal was für Speisen du haben möchtest. Hier hast du alles. Hier kannst du dich auf jeden Fall von Restaurant zu Restaurant begeben. Und immer was Neues ausprobieren. Und hier kommen ja auch jedes Jahr neue Restaurants dazu. Ihr seht ja, das Ganze ist unendlich hier. Ja, ja. Es gibt halt sehr, sehr viel auf einen Schlag. Wühlischstraße. Ja. Der Typ, der Steine trägt. Was ist da los? Achso, okay, die arbeiten nicht. Ich wollte schon sagen. Der kommt raus aus dem Nichts mit Steinen in der Hand. Was geht da ab, Alter? Geiler Typ. Aber hier. Die bauen hier was Neues, glaube ich, deswegen. Ja. Speisehaus. Wird gerade umgebaut. Ich dachte bloß so, weißt du, ist halt lustig, so Alltag, Berlin so. Der kommt raus aus dem Nichts, hat einfach Steine in der Hand. Dann so ein Typ, der ganz laut das N-Wort schreibt. Dann, keine Ahnung, andere Leute, die sich entspannen. Dann wieder um andere Leute gucken, komisch. Oder einige sind freundlich, einige sind nicht. Weißt du, das ist so, Berlin ist einfach nur verrückt, Alter. Deswegen müsst ihr mich auch verstehen. Ich muss, Moment, der Wind. Deswegen müsst ihr mich manchmal verstehen. Ich muss manchmal raus, weil Berlin ist einfach nur verrückt. Hier ist ja nur Verrücktheit. Hier sind nur Verrückte, so gesehen, manchmal. Ne? Deswegen muss ich manchmal verreisen, weil hier wird man nur verrückt manchmal. Ne? Nur kranke Leute. Ja? Also auf einen Haufen, nicht alle, aber es gibt sehr, sehr viele kranke Menschen. Ja? Wir gehen weiter. Manchmal brauche ich auch einfach Urlaub. Ja, guck mal, das meine ich zum Beispiel. Das ist so typisch Berlin. Ich zeige euch mal, wenn der Wind weg ist. Moment, wir sind jetzt hier direkt auf der Straße. Das ist so,
Berlin-Mentalität ist so alles. Berlin-Mentalität ist so scheißegal-Mentalität. Ne? Berlin ist so alles scheißegal. Hier ist eine Baustelle, wird einfach abgesperrt und die setzen sich trotzdem, denken sich scheiße auf. Wir sind auf einer eigenen Insel in Berlin oder was? Ja. Geiler Scheiß. Und so Absperrung. Geil, Digga. Hammerhart. Berliner sind hammerhart, Freunde. Das habt ihr nur in Berlin, den Stil. Glaubt mir das. Das habt ihr nur in Berlin. Woanders kriegt ihr das so nicht. Ja, in München, ich glaube nicht, dass Münchner oder Nürnberger sich so hinsetzen würden. Ich glaube das nicht so, weißt du? Es sei denn, es sind so ein bisschen Nürnberger oder Münchner dabei, die so ein bisschen schon cool drauf sind. Ne? Also nicht so oberflächlich sind wie zum Beispiel Comeback TV. Grüße gehen raus. Ich weiß, dass du das Video auch sehen wirst. Allein weil schon Simon Dachstraße drauf steht. Du kennst den Vibe hier, du kennst den Vibe. Hier nochmal Häuser abgesperrt. Weil die wahrscheinlich anfangen zu bauen. Hier Graffiti, links Liberale und was auch immer hier alles lebt, ja. Also Abgescherbe, die lieben das, die lieben das. Den Stil, die lieben den Stil, die Art und Weise. Ja. Naja. Hier wird wahrscheinlich ein neuer Laden entstehen. Der Kollege geht gerade rein. Ja. Ja. Naja. Viel Spaß bei dem Graffiti abmachen. Bei dem Clean-Prozess. Dirschauer Straße. Spätis an jeder Ecke. Restaurants an jeder Ecke. Ja, dieser ganze Laden da. Dieser ganze Komplex. Viel Spaß beim Saubermachen. Ohne Scheiß. Es sei denn, der ist schlau und lässt das so. Der ist schlau und lässt das so. Ja. Hier tobt das Leben natürlich auch, wie in Kreuzberg oder in Neukölln. Ist halt sehr, sehr Vintage-Style, sehr, sehr 80er Jahre angelehnt. Oh, und die Leute fühlen sich auf jeden Fall wohl. Simplonstraße, Dirkstraße. Wir gehen mal ganz kurz Richtung Salme Dach wieder. Und dann würde ich sagen, beenden wir das auch schon, das Video. Ja, ihr habt ja so ein paar Eindrücke jetzt gesehen, so. Berlin, Simon-Dach-Straße. Nee, Warschauer Straße. Die Leute leben wieder, ne? Krass, dass er das N-Wort gesagt hat, weil ich wahrscheinlich aus Malle komme und sehr, sehr dunkel. Ich bin ja sehr, sehr braun geworden, ne? Und dann so eine Cappy, wo man meine Haare nicht sieht, dass ich glatte Haare habe. Da dachte ich, ich bin einfach so ein Schwarzer oder so. Oder Mulatte oder sowas. So, halb halt, ne? Das ist schon lustig, Mann. Die Leute sind so lustig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, werde ich mir das selber reinziehen. Da sind wir wieder, das ist mein Dach. Da, wo wir auch angefangen haben vorhin. Ja. Was geht bei der? Vibes oder was? So, der Wind macht ein bisschen Faxen. Ich würde sagen, ja, bis zur Ecke nochmal ganz kurz. Und dann war es das auch. Simon Dachstraße, Berlin. Wir sind hier einmal komplett durch, nochmal eine Runde gemacht und dann da nochmal im Park gelandet. Und vom Park aus sind wir hierher gekommen. Ja. Hier habe ich noch einen Kollegen, der hier arbeitet. Gucken, ob er noch da ist. Und ja. Da war schon das Bereich. Irgendwie sehe ich nichts, aber komm, wir gehen weiter. Naja. Lustige Situation auf jeden Fall. Ne, ich glaube, der ist nicht da. Der Laden ist auch zu sogar, habe ich gesehen. Krass. Naja. Liebauer, Kopernikus sind wir jetzt. Simon Dachstraße ist gegenüber die Straßenseite. Auf der anderen Seite. Ja, vorne. Danke fürs Zuschauen, das war's. Mein Name ist Six One in the Mix. Dieses Video geht viral, weil wir hier in der Simon Dachstraße waren. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Abonnieren, Aktivieren. Lasst doch mal bitte ein Like da. Ganz, ganz wichtig. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Für die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Ich zeige euch die ganzen Gegenden in Berlin, bis sie alle ausgelutscht sind.
Ja, und dann werde ich sie nochmal durchgehen. Also ich werde in Berlin die Orte nicht nur einmal durchgehen, sondern auch öfters. 1 bis 2 Mal. So, Maximum 3 Mal, je nachdem, was so los ist. Ich glaube, dass in Berlin das Content auf der Straße liegt. Und das wisst ihr auch. Ja? Und das kombiniere ich mit meiner Art und Weise halt und stelle das hoch. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ne? Hier nochmal ein bisschen. Graffitis an der Wand so ein bisschen noch. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Haut rein, Freunde. Danke nochmal an alle treuen Abonnenten. Ihr schaut euch alle Sachen an. Das ist der Hammer, das ist unglaublich. Das bringt mich auch weiter im Leben. Wie gesagt, das Ganze ist mein Hobby. Und wenn es dann irgendwann mal weitergeht, finde ich das cool. Danke euch. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ja, Studenten, Akademiker, Leute, die Leben betreiben, Leute, die gerade an einem Roller schrauben. Ja. Wir haben wirklich alles auf einmal. Das ist Kiez, Berlin. Ja. Ja. Easy going. Ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Peace out.